Eins, zwei, Bingo! Einen wunderschönen, schönen guten Abend zu einer weiteren Runde. Die zwei mit dem... Ach nee, der Schickiboink ist auch dabei. Hallo? Schickiboink. Einen wunderschönen guten Abend, mein Name ist Barbara Illichmann. Dein Name ist explosiv? Explosiv. Du bist explosiv. Auch. Auch, okay. Ich hab dich eingeladen. Ich hab noch keine Einladung gekriegt. Ist doch ja nicht wahr. Vielen Dank, Aaron. So, jetzt habe ich dich wieder eingeladen. Ich hab sowas dich von eingeladen. Da wackelst du richtig mit den Ohren. Schlackern oder wackeln? Beides gleichzeitig. Guck mal, ich hab noch was für dich. Aha. Hab ich dir auch geschickt? Oh, ich sehe ein Feuerwerk. Du lügst doch, du hast da noch nicht mal reingeguckt. Ich habe aber sowas von reingeguckt gerade eben. Ich kann so ja nochmal Effekt wiederholen klicken. Guck mal. Piu, 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 piu. Schön. Schöner Effekt. So. Ist er denn schon? Ja, er ist schon da. Der alte Holzmichel. Sehr gut. Ja, was machen wir denn heute? Baldur's Gate. Okay. Und wo machen wir jetzt? Also ich weiß gar nicht, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Ich glaube, du hast immer irgendwas gelootet und dann mussten wir uns verteidigen. Irgendwie sowas war es. Stimmt's oder habe ich recht? Ja, genau, siehst du. Gibt es jetzt mittlerweile ein Quest-System, was vernünftig ist? Ja, es gibt ja keinen Patch seit dem letzten Mal. Ja, das ist schlecht. Also wir haben jetzt die Möglichkeit, erstmal wieder zurückzufahren. Ich glaube, hier haben wir jetzt alles durchgemacht, was wir durchmachen konnten. Ne? Wobei, die Karte sieht aber größer aus. Also du kannst hier viel scrollen. Ich weiß nicht, ob hier dann doch noch mehr kommt, weißt du? Bin mir da nicht so sicher. Ist manchmal aus dieser Karte auch nicht ersichtlich, ob es noch mehr gibt oder nicht. Also wir könnten jetzt hier... Ich stehe, glaube ich, in die falsche Richtung. Irgendwo stehe ich da. So, wir könnten jetzt hier einfach... Nee, können wir nicht. Siehst du, geht schon los. Also wir müssen ja durch das Reise durch das Unterreich, ne? Ja, aber wir müssen ja vorher noch die anderen Sachen da abgeben eigentlich. Na klar. Nee. Und hier drüben waren wir, glaube ich, noch gar nicht. Da ist doch alles dunkel hier drüben. Hab ich doch gesagt, da müssen wir lang. The Dwegar are sending a message. Dead Drow publicly displayed. The Dwegar are sending a message. Hier ist ein Fahrstuhl. Ich weiß nicht, ob wir mit dem fahren sollten. Warte mal. Geht weiter. Vergewissere dich, dass du alles erledigt hast, ehe du den nächsten Schritt wagst. Oh, drück mal nein. Deswegen, ich glaube, wir sollten einmal in die Welt davor, wo wir die Stiefel besorgt haben. Ich weiß gar nicht, warum wir hier nochmal gewesen sind. Weißt du, was ich meine? In dieser... Ja. Nicht in der Grimmschmiede, in der Pilzkolonie. Oh, oder auch die Pilzkolonie. Ich teleportiere mal dahin. Wo ist denn die? Ja, Karte und dann... Mürden-Politik-Dingsbums da auswählen. Genau, Prost. So, denn hier sind ja auch noch Questen übrig. Wir haben zum Beispiel die Dürger am See, die wir noch umbringen müssen. Oh, guck mal, hier ist so ein grünes Ding. Ein grünes Ding? Wo? Ach so, ja, der ist ja unser Freund. Außerdem, siehst du, wir haben doch die platt gemacht. Kriegen wir da nicht sogar von dem Chef hier noch eine Belohnung oder so? Und suche das Nachtlied. Aber öffne die Tür, haben wir ja auch noch. Maschallah. Guck mal, töte die Durga am See. Ja, das haben wir, glaube ich, noch nicht fertig gemacht. Aber ich rede mal kurz mit dem Souverän hier. Vielleicht haben wir die Quest doch schon erledigt. Greets you with a harrowing elegy. Cheerless. Mal sagen, dass du Dialog hast? Ja, er hat Dialog gerade.
Was in allen Höllen habt ihr mit der Leiche gemacht, okay? So, was holen wir uns denn jetzt im Steam Sale? Keine Ahnung. Ist ja Autumn Sale, ne? Wollen wir Sporenmagie aneignen? Ja, ne? Die Sporen sind derart mächtig, wie kann ich mir dieses Wissen aneignen? You may not. The spores hear only the circle. Ach so. They dance to no other harmony. Aha. Okay, dann geh ich schon weg. Dann haben wir noch die Aufgabe, wirklich die Leute am See umzubringen. Das ist dann noch nicht erledigt. Was ist das hier für einer? Dialog? Oh, eine Händlerin. Play nice. You see a fella on his own on your way in. Dwarf. Balin's his name. Was macht ihr hier unten? Right now. Waiting for that idiot Balin's return. Unless you've seen him, we don't have much to discuss. Oh, soll ich mal täuschen? Ich habe ihn gesehen. Ja. Ja. Where? Ach, never mind. Idiot's probably wandered someplace else since. You see him again, tell him to get back here to me. He's overdue as it is. Okay. Braucht ihr Hilfe bei der Suche? Knock yourself out. But don't come begging for coin if you find him. You try to ransom him to me. You'll find yourself skint and stuck with a fat old lout. Okay, jetzt zeig mir mal deine Waren. Also hier hat man eine Händlerin. Oh ja. Also sowas von Händlerin, du. 5 bis 10 Schaden, 5 bis 12 Schaden. Ja, so also ein paar 12. Sachen würde ich schon noch verkaufen wollen, glaube ich. Ja, ich entledige mich kurz ein paar von Dingen. Aber viel wichtiger, ich hätte gern noch ein paar Dinge. Das. Rüstungsklasse 17. Das ist eine schwere Rüstung. Gibt's hier. Ja, nur mal so. Ich will aber keine schwere haben. Achso, dann. Hätte ja sein können, dass du eine schwere haben willst. Nee, immer noch nur eine Robe oder maximal eine leichte Rüstung. Achso. Amulett der Genesung ist hier. Oh. Dialog. Aber ich wollte nicht dahin. Ich komme gleich. Oder du sagst mir, was da passiert. Erzählt mir von zu Hause. Sagt der souverän Glut. Ah, okay. Ich kann Balduria anwenden. An dem belebten Marktplatz der Stadt denken, die Weite, dir das Ufer des Chamta, grün und fruchtbar, vors geistige Auge rufen, dein Herz mit Erinnerung an deine liebsten Orte füllen oder zu Hause ist, wo immer ich bin. Okay. Ich warte mal auf dich. So. So, ich bin gleich fertig. Dialog ja nicht verkommen lassen, ne? Ja, genau. So, kann sie noch irgendwas gebrauchen? Eine Robe gibt's hier nicht. Ah, wird schon. Wobei, warte mal. Ja, das nehmen wir mal. So. Okay. Gut. Warte, weggehen. So. Dialog, ich klick dich an. Jetzt. Reach into memory. Gut. Machen wir mal das, die dritte Option, oder? Dir das Ufer des Zionta grün und furchtbar vor Geister auch rufen. Ja, okay. It cringes in response to your sunny vision.
It reveals its own home in reply. A humid cove filled with decaying myconid corpses. Ah, lecker. Dwegar destroyed my people. I am a sovereign with no circle. This circle does not welcome me. Rächelgluts Zirkel. I have heard the song. You mean to cleanse the Dwegar rot. Okay. Oh, lass sie ihn mitnehmen. Ja, ja, ja. Ja. Sag ja. Ach nee, ich bin dran. Ich reise nicht mit überdimensionierten Pilzen. Nein, ich sag einverstanden, ihr dürft zu mir stoßen. In the underdark and I will follow. Wir haben Pilz, Allah. So, warst du jetzt fertig mit Verkaufen? Du kannst schnell auch kaufen, wenn du willst. Ich nee, bin verkaufen. Ja, ja verkaufen. Das geht auch, ja. Okay. So, also erstmal wieder, wie üblich, erstmal ein paar Heiltränke kaufen. Because we need this. Ja, je mehr Heiltränke, umso besser. Was brauchen wir noch? Den restlichen Shit hast du schon aufgekauft, ne? Nee. Doch. So. Ein paar geile Schuhe bräuchte ich, maybe. Hey, hier gibt's keiner. Was ist mit einer... Tja. Nichts dabei. Hast du nichts weiter? Schade. Nee, ist irgendwie nichts. Ich habe auch nichts zu verkaufen, ehrlich gesagt. Na, ich habe nur magische Krams, den ich später verkaufen werde. So, wo sind wir denn jetzt? Da. Ah, jetzt zeigt er uns einen Questring an, wo wir den Pilzsammler finden können. Das ist gut. Wo das hin? Manchmal in den Norden ist hier. So. Hier nach oben kommen wir nicht. Okay. Ah, ich weiß, glaube ich, wo wir lang müssen. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Düm, 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 düm. Yo, yo, yo. Looking ahead. Oh, ich habe Beziehungsspuren bekommen, du auch. Betroffene Kreaturen können telepathisch miteinander kommunizieren. Nice, nice. Aha. So, dann sollen wir los? Ja. Wonder if the gods are watching me. So. Guck mal, er läuft jetzt auch mit uns mit, das ist doch geil. Ja, solange wir unten sind, ist er mit bei, ist ja gut. Pilzklops haben wir jetzt quasi dabei. Ja, solange er mitkämpft, ist doch in Ordnung. Ja. Rennst du schon wieder so? Ich renne gar nicht. Nein, ich hab bloß geklickt. Here we go again.
Oh nee, nicht schon wieder hier so eine. Apropos, da fällt mir ein, habe ich den Frame Limiter drin? Okay. Ich will ja nichts sagen. So ein kleiner, kleiner Super-GAU hier unten. Aber ja. Ich hatte gerade 20 Frames per Second. Ja, ist auch okay. Nice. Ich glaube, der ist tot, den wir suchen jetzt, ja. Ja. Okay, jetzt ist frei. Ja, es ist tot. Ich glaube, ich sollte nochmal laden. Ja, bitte. Weißt du warum? Weil er tot ist. Ja. Oh Gott, warum hast du einfach hingeschossen? Ich will nicht sagen, ist deine Schuld, aber war schon irgendwie deine Schuld, ne? Eieieiei, da muss sich einer durchschleichen, denn. Ist aber ungünstig, sehr unangenehm ist das. Ach ja. Da. Oh, Paketverluste. Nice. Super, cool. In welcher Art? In Paketverlusten. Ja, da, wie wirkt sich das aus? Ruckeln. Ach so, des ja. Streams. Kenn ich. Ja, noch lebt er. Ich glaube, ich bleib mal bitte stehen. Gruppierung aufheben. So. Stop! Oh. Ich bin hier auch drin, ne? Ich weiß nicht, ob du es weißt. Ich lade nochmal, ja? Vielleicht solltest du nicht reinrennen. Vielleicht solltest du nicht reinrennen. Ja, Déjà-vu, genau. Diesmal bloß aus der anderen Richtung, Aaron. Ach ja. Da. Wir müssen stehen bleiben. Ja, Déjà-vu. Was ist denn hier los mit den Verbindungsabbrüchen, mein Gott? Was zu YouTuber hin, oder was? So, jetzt aber. Wow. Vorsichtig, ne? Ich mach mal Gruppierung aufheben und ich gehe ganz vorsichtig rein. In den Schleichmodus. So. Wo bin ich denn jetzt hier? Hä? Was hast du hier für einen Spielstand geladen? Na toll. Ich lad nochmal. Ich glaube, das wird sehr kompliziert. Ich weiß gar nicht, wie wir den retten können. Upsala. Vielleicht können wir die Dinger einfrieren. Na, sie explodieren, ja, das wäre eine Möglichkeit. Also abschießen ist nicht. Warum sind denn jetzt hier so Paketverluste? Na, vielleicht ist Hermes nicht mehr pünktlich. Hermes. Ja, bringt er nicht Pakete? Ja, das ist ja. Latenz von 100. Hä? Ist aber ordentlich. So. Wo bist du denn? Komisch. Aber vielleicht kann ja der Pilz durchlaufen. Du, vielleicht kannst du den Pilz durchlaufen lassen. Aber ich kann ihn ja nicht steuern. Na doch. Warte mal, ich mach mal F5 halt. Ja. Wenn ich so ruckeln würde.
Okay, die reagieren nicht auf ihn. Sehr gut. Pilze machen Pilze-Dinge. Ja gut, aber hilft ja nichts. Ich kann trotzdem nicht mit, also ich kann ja nicht mit denen interagieren. Oh, das ist schlecht. Tja, jetzt bist du... Ich kann auch nicht mal in seinen Rucksack reingucken. Aber... Warte, er braucht eine Tasche. Ja, er braucht den Beutel, aber das hilft mir ja nichts. Das Problem ist, wenn ich reingehe, selbst im Schleichen fangen die an zu explodieren. Dann ist Feierabend. Du kommst also nicht an die Tasche ran, okay. If not over, then through. Ich kann versuchen, das Zeug mal einzufrieren hier. Stop! Warte, stop. Warte! Bibber Bay! Näher treten. Ah ne, Bibber was? Was? These mushrooms! Hat nicht geklappt. Toxic! Scroll! Er verbrennt gerade vor mir. Ich hab keinen Dialog gehabt mit ihm. Ich lad mal nochmal. Aber der ist, guck mal, der ist zu uns gerannt. Ja, ja, deswegen, nach dem Dialog kommt er auch scheinbar. Weißt du? Wir müssen bloß den Moment abwarten, wo der Dialog triggert. Triggert. Was ist das denn hier für eine Verbindungsabbrüche? Ja, ist YouTube halt. Ist überbelastet. Déjà vu. Hat doch nichts mit YouTube zu tun. Ich meine von Shadow. Ach so. Ja, die haben auch Wartung jetzt irgendwann. Ja, in 14 Stunden, aber nicht heute. Na, gestern war es in 16 Stunden. So, warte. Ein Stück dichter, warte. Bis der Dialog triggert. Irgendwann. Stop. Jetzt. Stop. Dialog. Bibber Bay. You recognize the name. Bibber Bay. A mushroom that releases dangerous spores. Highly flammable. Oh, okay. Ihr könnt euch doch sicher an den Pilzen vorbeischlängeln. Ihr seid ja gewaltig in der Zwickmühle gelandet. Was denn für Pilze? Die Grünen. Scroll. Escape. My bag, please. I've dropped it somewhere. Bleibt, wo ihr seid. Ich hole euren Beutel. Thank you. Wie sollen wir den denn holen? Aber jetzt haben wir die Quest erstmal. F5 speichern. Ich könnte versuchen, hinzuspringen zum Beutel. Ja, und dann? Was hat der gesagt gerade für eine Schriftrolle? Der hat irgendeine Schriftrolle genannt. Ich hab nicht zugehört. Komm zurück. So, warte mal. Wie war das mit dem Journal, war das, ne? Finde Heilmittel? Ne, wie heißt denn? Also, das Questlog ist wirklich gewöhnungsbedürftig. Hattest du gespeichert? Ja. Wieso? Frag mal. Seine Tasche ist da drüben, ich sehe sie ja liegen. Aber, kannst du fliegen? Nee, ne? Ja. Ich kann. Na, dann flieg doch darüber zur Tasche. Und dann schnell rüber da. Okay, es sind alle tot. Ich lag nur noch mal. Ja, irgendwie ist sie nicht geflogen. Aber warum? Was hat er denn gesagt? Der hat gesagt, irgendein Zauberspruch. Und deswegen will er seinen Beutel, weil wahrscheinlich in dem Beutel der Zauber drin ist. Mein Gott, wie kriegt man denn den Dialog wieder aufgerufen?
Man kann ihn doch nochmal ansprechen, oder nicht? Aber doch nicht aus der Entfernung. Der Dialog ist doch automatisch getriggert, als wir langgelaufen sind. So, ich brauche die Tasche. Jetzt hat er sich aber bewegt ein Stück. Interessanterweise. So, nochmal. L. Nee, L ist es nicht. J wie Journal. Wo sind wir denn jetzt? Region Unterreich. Besiege. Finde den Pilzsammler. Warte mal. Wir haben. Ach, hier ist Dialog rum. Warte. Neunter Elend. So. Schriftrolle Flucht. Mein Beutel. Haha. Ich hab's geschafft. Ja. Oh. Ich habe aber vergessen, die Gruppe aufzuheben. Lad mal neu. Ich kann fliegen. Also ich weiß jetzt, wie das Fliegen geht. Ja, und sonst so? Ja. Dienstag. Ja, ist wie Montag. Sind das für Verbindungsabbrüche? Aber immer beim Laden, ne? Ne, immer die ganze Zeit schon. So, warte mal, großer Flug. So, dann Gruppe trennen, denk dran. Außer den dicken, den baust du nicht trennen. Aber ich glaube, Karlach ist das Problem dann. Sehr gut. Das, seine... So. Ach, hast du schon. Nee. Doch, die Lichter. Wo ist die Tasche denn? Da. Ah. What are you doing? Get out of there! Und jetzt wirfst du ihm seine Tasche rüber oder so. So, was braucht er jetzt? Die Schriftrolle, Flucht. Oder du wirfst ihm seine Tasche rüber. Oh, hä? Ich speichere nochmal ab. Flucht. Ja, er hat was von Schriftrolle Flock gesagt. Boah. Nervt mich das gerade hier. Ich muss die erstmal suchen hier. Wait. How'd I get here? Weiß nicht, findet nicht. Ich habe Nebelschritt. Ich schmeiß ihm doch einfach seinen Beutel rüber, den du aufgesammelt hast. Einfach rüberwerfen. Ich habe keinen Beutel aufgesammelt. Das war einfach nur ein Rucksack, den man. Ach, looten konnte. Ja. Da, Schriftrolle Flug habe ich. Ah, nee. Er wollte Flucht, ne? Ja. Hat er zumindest so gesagt. Also vielleicht kannst du ja mal gerne auch nochmal nachgucken. Aber warte mal, ich guck mal in deinem Inventar. Inventar und Ausrüstung. Ich kann aber leider nicht suchen. Das ist halt immer das Problem. Flug. Also Flug? Flucht. Ich habe hier keine Flucht. Oder ist da noch was drin in seinen Dings? Nee, ne? Ich könnte auch noch mal probieren, durchzurennen. Also mit Fliegen funktioniert es ja ohne Probleme. I don't know. Okay, ist vorbei. Oh, shit. Ich bin an einer Stelle hängen geblieben.
Sonst hätte es geklappt. Wenn man zu lange dann stehen bleibt, dann fangen sie an zu explodieren. Vorher bäumen sie sich bloß auf. Mhm. Ah, du findest nichts, ha? Ich kann es ja noch mal machen. Dann. Nee, so weit geladen habe ich es jetzt nicht. Du bist drüben. So. Nee, ich habe nichts gefunden. Oder du gehst jetzt zu ihm rüber und redest jetzt mit ihm, weil du dann direkt da bist. Boah, was? Dieses Geruckel. Ja. Ich glaube, laufen ist nicht die beste Option. Nee, glaube ich auch nicht. Ah, ist schon imposant. Also eins muss man lassen, die Explosionen sind wirklich imposant. Top. Ist die Truhe noch da? Du kannst jetzt noch mal vorsichtig reingucken, ob die... Oh nein, er ist kaputt. Nee, ich sehe keine Tasche. Aber das bringt ja nichts, die Tasche habe ich ja ausgeleert. Die Tasche ist auch nicht mehr da, die hat es jetzt auch vernichtet, okay. Haben wir den Souverän vernichtet. Ja, vielleicht musste ihn... erschrecken oder so. Man muss ja bloß schnell erschrecken. Durchlaufen. Erschrecken, ja. Aber warum sollte ich das tun? Damit er rausrennt. Er wollte die Schriftrolle Flucht. Ich kann doch einfach fliegen. Ja, du ja, aber er nicht. Ja, aber ich kann fliegen. Okay, na dann. Was ist denn mit Shadow heute los? Ja, immer beim Laden, ne? Na, so. Nee, die ganze Zeit schon. So, jetzt. Hab ich irgendwas falsch gemacht hier? Hm. Konstant Verbindungsabbrüche. Konstante Verbindungsabbrüche. Nö, bei mir ist gekappt. Ja. Sauber. Bei mir. Ja, bei dir. Von mir und nicht von dir. Ja, eben. So, los. Wenn ich von mir rede, rede ich ja nicht von dir. Boah, also ich kann so nicht spielen. Ja. So. Ich hab Dialog. Okay, ich klicke. Bibberbang. You recognize the name. Bibberbang, a mushroom that releases dangerous spores. Ja. Highly flammable. Also tut mir natürlich leid für alle, die jetzt hier eine Slideshow sehen. Ne? Also ich habe keine Ahnung, was das Problem ist. Ihr könnt euch doch sicher vorbeischlängeln. Please, you help. Scroll. Escape. My bag, please. I've dropped it. Oh Gott, ey, das kann man sich doch nicht angucken. Ja. Schriftrolle Flucht, sagt er. Hier, warte mal, eine Schriftrolle des Nebelschritts hochhalten. Yes! That's... Yes! Gib ihm die. I just have to... And then... Here! Boah, also wenn das jetzt so bleibt, ich muss gleich mal Shadow neu starten. Geht gar nicht. God. Also Latenz von 100, scheiß drauf, aber diese Verbindungsabbrüche. Na, pass auf, dann machen wir jetzt hier einen Speicherpunkt, der ist jetzt raus. Ja, neuer Speicherstand, so. Und dann bootest du halt mal schnell neu. Ich warte hier auf dich. Ob das jetzt... Oh. Ob es das jetzt löst, Ich lade das Ganze jetzt nochmal... Wenn ich Pech habe, geht's gleich wieder los. Also ich bin jetzt mal auf TCP gewechselt. Mal gucken. Jetzt gerade 0% Paketverlust. Na siehst du, dann geht's jetzt. Weiß ich nicht.
Bin ich mir sicher. Aber Latenz auch unnormal hoch. So. Also theoretisch stehst du noch sauber drin da. Und du hast doch. Ja, ist jetzt kein Ding. Du hast doch also, Flug. Ich kann ich kann Folgendes machen. Ich kann fliegen und auch. Verpiss mich. Genau. So, F5. Super. Haben wir geschafft. Ich rede mal jetzt mit dem Typen. Alter, Latenz von 1000. Also irgendwas ist hier nicht richtig. What were you saying? Na, pass auf, dann kann ich den abbrechen, den Dialog hier? Nee, gerade nicht. Mist. Warte. Ich bin Derek begegnet, sie wartet auf euch. I must need to go. For you. Your trouble. Da. Was haben wir jetzt gekriegt von dem? Ich hab wieder das Streaming gewechselt. Inspiration erhalten, ein tödliches Unterfangen erhalten, eine Gegenstand-Schriftrolle und Volksheld, tödliches Unterfangen. Aber siehst du, gut, dass ich fliegen gelernt habe, oder? Ja. So, ich mache jetzt das Speichern und du startest jetzt deine Shadow-Orient neu. Ne, jetzt geht's ja gerade, oder? Warte, ich guck mal nach. Latenz 40, 29, 29, 28. Also ich hatte gerade über 2000 Millisekunden. Aber jetzt geht's gerade. Okay. Okay. Gut, also das ist doch erfolgreich schon mal abgeschlossen. Also heißt, wir können nicht nur Quests sammeln, sondern auch welche lösen. Das ist doch eine Fähigkeit, da können wir drauf aufbauen, oder? Ja. Oder findest du nicht? Nö, das ist alles in Ordnung. So, dann haben wir das hier gelöst. Sehr gut. Was sind denn da hinten für Dinger? Da stehen Kerzen und da ist ein ganz seltsamer Fußboden da. Ich traue mich aber da nicht hinzugehen. Warte mal kurz. Oh, jetzt gibt's Ärger. Ich dachte nochmal. Ich dachte, da ist eine Teleporter-Plattform oder so. Aber das war's nicht. So, dann sind wir aber jetzt safe. Jetzt können wir aber richtig loslegen. Und sonst so, neben Dienstag, was ist sonst so los? Im Start der NRW? Can't slow down. Zu viel Arbeit. Okay. Ist das gut oder ist das schlecht? Weiß nicht. Ich glaube... Oh Gott, jetzt fängt es wieder an zu ruckeln. Wahrscheinlich... Für mich persönlich nicht so gut, weil ich viel arbeiten muss. Na, wirkt sich das dann auf irgendeine Überstundenregelung aus, oder? Naja, ich werde davon sicherlich nichts im Portemonnaie sehen, falls du das meinst. Sondern Bummelstunden, aber die du nicht bummeln kannst, weil du so viel arbeiten musst. Ja. Ist natürlich unangenehm, sowas. There you are. Did you bring the noble stock? The what? Naja, schauen wir mal, wie lange das so geht. Auf Dauer mache ich das auf jeden Fall nicht. Oh, der hat den Pilz vergessen. Dialog. Curious. Beautiful. But dangerous. Next time. More careful next time. For certain. Thank you for your help. Wie seid ihr da überhaupt reingeraten? I think I anyway,
What do you say? Oh, der vergisst viel. Geht es euch gut? Ihr lasst euch schnell durcheinander bringen. My words get away from me. You'll have to ask Dereth. She knows the ins and outs. Okay, wie seid ihr denn gelandet? Noblestock. Yes. Dereth needs Noblestock. Mushroom. Good stuff. And the ledge. Yes. I was on a ledge. Crumbled to bits. And I tumbled down. Was ist Edelstelz? Mushroom. Powerful. Dereth wants it for a brew. She's very good, my Dereth. Very good at a brew. Mhm. Ihr müsst ja Pizza über alles lieben, wenn ihr euch dafür so ganz unterreich wagt. The shop. The shop needs all we find. Bone cloaks. Baldur's Gate. Anything from... Baldur's Gate. Anything sourced here. Very high rate of profit. Aha. Wieder die Propheten. Okay, aber tschüss. Profit ist ja super, oder? Profit ist immer super. So, was sagt denn das Questbuch jetzt? Wir sind immer noch im Unterreich. Er sagt auch immer noch, dass wir die Typen mopsen sollen. Ich teleportiere mal zum Unterreich Strand. Dort soll normalerweise die Dürga. Wir sind da ziemlich schnell durchgelaufen. Vielleicht kriegen wir sie da besser weg. Wir müssen die ja noch platt machen. Da haben wir ein oder zwei Quests mit den Dürger. Außerdem der dicke Pilzfreund, der hilft uns ja dabei. Wo bist denn du jetzt? Hab ich doch gerade gesagt. Unterreich Strand. Mann, da rennt er einfach weiter. Nee, teleportiert. Oh, hier so. Hier war, glaube ich, was gerade eben. Ich bin bereit für Schlachten. Oh, guck mal, hier ist ein Gegner. Ach, nee. Nee, der ist keiner. Aber hier hinten sind noch einige Bereiche. Oh, echt. Nein! Was denn? Oh! Was denn? Oh! Ich habe vergessen, den Charakter wieder anzucharakterieren. Level up oder was? Nee, gruppieren. Ach so. Ja, jetzt ist oh nein, ich will nicht reden. Oh, mit wem redest du denn jetzt? Hey, ja. Weggehen. Warte mal. Boah, es ruckelt wieder. So, also, wo haben wir. Was machen wir denn jetzt? Na, wir sind letztens hier mit dem Boot abgehauen. So, was ist mit dem Novizen Garmo hier? Saw you making off with our boat. You should have stayed away, Sunscan. Dialog. Oh nein! Oh nein! Firefox. Oh, das tut mir aber leid. Tschüss! Aber ich meine, gut, der. Das wird ja easy, der Kampf, oder? Ach, da oben ist ja auch noch einer. Ey! Oh, jetzt sind die alle da. Ah, okay, ich verstehe es. Ist nicht nur der eine. Konzentrier dich auf die da oben oder so, wenn du kannst. Warum? Na gut, dann... Nee, jetzt mal... Ich frag doch nur! Nee, na, weil der... den würde ich mit ihr jetzt platt machen. Weil der hatte bloß noch ein paar Lebenspunkte. Deshalb. So, wo sind denn hier Gegnerz? Da oben. Dann sieht sich schlecht. 1%. Ach du Gott. Heilung? 1, 2, 3, 4, 5 Gegner sind das. Ach so, diese Modder-Dinger da unten, okay. Ignis. So, Freunde der Nacht.
Ich hau den kaputt. Ja. Oh. Da hat er sich aber durchgepilzt gerade eben, du. Hä? Was ist das? Ja, ich weiß auch nicht. Einfach nur gehüpft. Oh oh. Keine Zauber wirkbar jetzt, ja. Noch einer. Oh. Boah. Jetzt geben sie aber Gas, ne? So, Freunde der gepflegten Barmherzigkeit, jetzt gibt's Lack. Ich bin dran. Ist der jetzt hier runtergekommen? So ein Idiot. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Weil er so ein Idiot ist? Nee. Oh, hat nicht geklappt. So ein Idiot, scheiße. Komm. Auch schön, dass ich schon fast tot bin, aber egal. Jetzt ist aber hinüber, ne? Sind hier alle platt, das ist gut. Ja, das Seil brennt. Kaputt. Sehr gut. Jetzt machen wir noch, jetzt gehen wir nochmal hier. Wo ist denn jetzt so? Hä? Oben links. Da, zwei sind da noch. Der Firefox brennt. In Fling.
Wop, 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 wop. Oh, ein Lebenspunkt noch. Warte. Ich helfe dir, pass auf. Achtung. Ich kann mir auch einen Trank schmeißen. Nein, hier ja, komm. Gut. Hier nicht so ein Meteor-Dings machen? Nee, ist das falsche Spiel. Ist nicht Final Fantasy. Hochspringen. Mach mal Attacke. Attaché. Ja, ich hab bloß nicht mehr viele Bewegungspunkte. So. Oh, da hat sich vergrößert. Ziel ist zu weit weg. Was ist denn hier? Sag mir was von Ziel ist zu weit weg. Ah, jetzt komme ich die Leiter nicht hoch, aber ist nicht so schlimm. So, dann gebe ich dir nicht erreichbar, dann kriegst du das hier. So. Die Frage ist, ich kann ihn nicht erreichen hier, was eine Scheiße. Da, Chewbacca kommt. Oh nein! Oh! What the fuck? Hat er kritisch fehlgeschlagen? Hey, 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 hey. Ja. Okay, dann gucken wir mal, ob ich jetzt was machen kann. Try me. Ha! So, den hatten wir schon mal. Jetzt treffe ich ihn. Nicht. Ich mach Kopfspalten. Mach das. Okay, der Kopf ist noch dran, du. Oh, komm, ein Lebenspunkt. Noch einen Knauf hinterher oder schubsen? Hm. Okay, jetzt aber. Und tschüss, mein Freund. Ist jetzt nicht dein Ernst? Zu schwer zum Stoßen? Okay. Was? Ich hab jetzt zweimal gepiekst. Was machst du denn da?
Ne, ich bin. Ich hab Schatten auf den Augen, Blindheit. Hab einen Malus. Alter, 21. Warte mal eben. Ja. Ich habe wieder arschvoll Verbindungsabbrüche. Ich wechsle mal wieder auf TCP. Na ja, gut, das ist ja jetzt hier kein High-Performance-Spiel, wo man UDP braucht. Ja, aber wenn es dann wieder bei 2000 Millisekunden ist, dann bringt mir das ja auch nichts. So, ich bin behind you. So, haben wir alles gelootet? Breathe deep and move. So, dann haben wir den Typen auch erledigt, du. Ja, warte mal, wir müssen uns mal hier den machen. Ja, das sieht schon mal gut aus. Das heißt, die hätten wir jetzt. Ich gehe mal wieder eine ganze. Alles nicht erreichbar? Echt nicht? Warum ist das nicht erreichbar? Ja, ich weiß, ich bin zu faul, auf der Karte zu gucken. Na, ich bin gerade selber am Gucken nochmal. Das nehmen wir mal mit. Ja. Wo willst du denn jetzt überhaupt hin, zu welcher Quest? Na, wir haben jetzt, warte mal, auf M geguckt. Wir haben noch die Quest, das Reise durch das Unterreich. Die andere haben wir erledigt. Also wir können jetzt zum Dings zurück teleportieren, hoch zu der Pilzkolonie und mit dem Obersten, mit den Souveränen quatschen. Okay, bin auf dem Weg. Weil wir haben ja seine Quest jetzt erledigt. Also es sollte eigentlich jetzt funktionieren. Jetzt sind ja auch haufenweise ach, die sind ja auch noch da hier. Warte mal, Tulla. Ich red mal mit Tulla hier. Alte Tulla. No need for me to ask how you fared. Some of my kin have already made it here. Safe and sound. It's past time we were back in the city. But if you find yourself there, call on us. The Iron Hand Gnomes are good friends to have. Euer Anführer sitzt doch in Mondaufgang fest. I heard about Walbrun. But the cause is bigger than any one of us. You've made sure his work is done, even if he's not there to see it. He'd be grateful. Okay, gab jetzt aber nichts weiter außer. Gut, dann reden wir noch mit dem Souverän, weil der wollte ja, dass wir die alle platt machen. Eigentlich. Freudlos wie der Neumond. So, die Dürger sind tot, die Fäulnis wurde beseitigt. The music shifts. Still melancholic, but now streaked with hope. Do you hear? A new harmony. Serenity. I name you Peacebringer. Und dann wollen wir uns dann um Ethel kümmern? Waft through the air. Your heart swells with bliss with your every breath. Freely you have given to us. Freely you may take. Oh, ja, stimmt, wir können jetzt alles the nehmen. Guardian Gate is open. Go and claim your reward. Da wollen wir hin. But before this, I have another boon to ask of you. You oh have nein. The doch, haben wir. But not its source. In your mind's eye, Spore shows you a drow striding among Mycon's dead. Haben wir. Near. This one is called. He hunted us. Hunt him in turn. Bring me his head, and I will know my circle is safe. Haben wir schon erledigt. Busy work. That's royalty for you. Everyone's their servant. Ähm.
Ich bringe euch Nirs Kopf. Den haben wir doch schon umgebracht. The Drow lurks in the ruins beyond the lake. Bring him. Ach so, wahrscheinlich jetzt. And return. Ich red mal nochmal. Peacebringer, be at home. Weggehen. Oh Gott, wir müssen seine Leiche wohl holen. Nein. Also, Unterreich Grümschmiede. Teleport. Und das ist der Wegpunkt. Hä? Was erzählt ihr denn jetzt? Hä? Wieso? Warte mal. Ich kann das Unterreich nicht ver... Ach so, warte. Ach so. Der Typ sagt mir jetzt, dass er nicht mitkommen kann. Die Energie des Underdark. Der Myconid might die, if isolated from it. Ja, lassen. Er hat uns ja geholfen. Huch. Okay, wir können ihn später wieder... Der ist jetzt weg, aber wir können ihn dann später wieder einsammeln. Okay. So, ich bin jetzt geportet. So, wo war denn der fette Kampf gewesen? Hier war er. Wir müssen die Leiche von dem Typen finden. Wahrscheinlich ist jetzt da irgendwo sein Kopf rumliegen, wisst ihr? Ja, hier ist Nier. Hier ist Nier. Oh, warte mal. Oh. Dialog. Stärke, den Kopf entfernen. Bonus hinzufügen, sicher. Damit wir auch den Kopf wirklich abmachen können. Ja, haben wir geschafft. Ich hab Schappi. Oh. Ja, so muss das. So muss das. Nicht anders. Genau. Schön den Schädel abrasiert. Genau. So. Ja, dann können wir jetzt wieder zurück, ne? Hier nach Mykoniden-Dingens. Ja, leider kann man die Steinwächterin Kur nicht looten, weil die da unten in der Lava rumliegt. Das ist shit. So, ab zurück, genau. So, quatschst du schon mit ihm? Gleich, ne? Ich hab den Schädel ja nicht. Ach so, gut, warte. Ich bring ihm den Kopf. Halt, warte mal. Vielleicht ist ja ne... Ah, jetzt geht's wieder. Be at home. Vielleicht hat der Kopf... Warte mal, warte ganz kurz, warte. Vielleicht hat der Kopf ja magische Fähigkeiten. Ich guck mal in mein Inventar. Niers Kopf. Nun liegt der stolze Nier ebenso da wie jeder andere... Keine Ahnung, Leiche schaffen Mund, hervorquellenden Augen und Fleisch, das allmählich zu verrotten beginnt. Okay, den geben wir mal schnell ab. Peacebringer. So, hier ist der Kopf. Yeah. The Drow sought to shatter our circle. Now his flesh may feed its growth. In dealing death, you have brought this circle life. Ui. And thus we name you Life Chanter. Wir sind jetzt Life Chanter. Oh, guck mal. Jetzt tanzen sie. Ja. Aber ein paar giftige Sporen einatmen dabei. As our circle grows, so shall your song. Wherever you go, only listen. And you may hear it. Was haben wir denn? Wir erhalten... Oh, ich habe ein Amulett des Gesandten. Fleischiges Amulett von Souverän Sboas eigener Hand. Ich habe gar nichts gekriegt. So. Dann speichere ich euch jetzt einmal mal richtig fett ab. Und dann hätte ich gesagt, wir sind eigentlich jetzt stark genug, um gegen Ethel zu bestehen. Was meinst du? Meinst du? Ja. Also ich habe ja nichts gekriegt von dem jetzt hier. Apropos, wo ist denn der Glut hier?
Hörst du mir zu? Oder? Ja, du hast nichts gekriegt, hast du gesagt, ja. Oh. Ich dachte, wir können jetzt hier hintergehen und dann looten. In den Kreis da. Ach ja, stimmt. Wo ist denn der Kreis? Ach, der da. Da ist er. Oh, hier ist eine tote Leiche, eine Bleiche. Oh. Flumph Mating Rituals. An old book for a drow to carry. Ich hab wieder 700er Ping. Da ist irgendwas bei dir nicht in Ordnung heute, oder? Ja, aber das hat... No traps, please. Anscheinend liegt's nur am Shadow. Okay, ich glaube, wir haben alles. Oh. Mann. Starte doch einfach die Kiste neu. Ich speichere jetzt richtig ab. Und dann... Hier, pass auf. Save. Und dann startest du jetzt die Shadow neu. Runterfahren und wieder hochfahren, okay? So. Ist gespeichert. In der Zwischenzeit schiebe ich meinen Stuhl hin und nehme vom Hocker hier Abstand. Jetzt kann ich gar nichts mehr hinmachen. Los, einfach starten. Nee. Wieso nee? Ganz Shadow geht nicht mehr. Hm. So, das Fenster zugemacht. Ja, ist auch kalt draußen. Ab und zu sollte man das Fenster auch zumachen. Shadow mal runterfahren hier. Genau. Quasi. Manchmal muss man quasi den wirklich runterfahren. Der hat die gleichen Macken wie halt ein Windows 10 und Windows 11 System. Ja. Entweder richtig neu starten für einen vernünftigen Neustart oder eben halt ein paar Optionen einstellen, dass er beim Runterfahren auch wirklich runterfährt. Und nicht in diesen komischen hybriden Neustart-Speed-Up-Modus. Das machen die Kisten ja eh nicht. Bin ich mir nicht so sicher. Ehrlich gesagt. Also irgendwie habe ich keine Verbindung zum Shadow. Gar nicht. Es startet ja zumindest nicht. Aber du hast doch gerade das runtergefahren, oder nicht? Nee, ich habe die App beenden müssen. Runtergefahren ist der damit ja nicht. Ach so. Ist die App wahrscheinlich gerade schwierig. Schalala in the morning. Wir haben jetzt übrigens so die ersten Sachen bekommen für die 90er-Jahre-Party. Die wir im Anfang Dezember haben werden. Oh, sehr gut. Ja, wir sind zum 40. eingeladen von Nachbarns. Und da ist reserviert in einer alten Disse. In einem alten Zappelschuppen, weißt du? Und Thema ist halt 90er Jahre. Zappelschuppen? Ja, heute ist zum Beispiel mein MTV Beavis and Butted T-Shirt gekommen. Geil. Und eine MC Hammer Hose. Wow. Can't touch this. Nicht dein Ernst. Jetzt ist das, das ist aber eine Bad Taste Party, ne? Nein, das ist so typisch Klamotten aus den 90ern. Mann. Wir hatten, Manu und ich hatten uns schon überlegt, dass wir hier diese typischen Partner-Look-Neon-Jogging-Anzüge holen, weißt du? Aber da habe ich gesagt, nee, bitte nicht. Bitte nicht. Verstehe ich. So, ich habe jetzt mit der mobilen App den Shadow quasi heruntergefahren. Okay. Aber das dürfte ja nichts ändern, weil ich habe ja kein anderes Rechencenter ist ja immer das gleiche. Ja, aber wenn sie runtergefahren ist, wird gegebenenfalls in einem anderen Rechenzentrum die Platte eingebunden oder die VM hochgefahren. Das ist ja im Clusterverbund. Vielleicht warst du einfach auf einem shitty Server drauf gerade. Nee, ich bin im selben, im Recht des Rechenzentrum ändert sich nicht. Ist ja nicht GeForce Now.
ist immer am gleichen. Ach, du spielst auf GeForce Now? Nee. Nee, das gibt's nicht auf GeForce Now. Doch. Nein. Weil das geht, na klar. Stimmt, gibt's das auf GeForce Now? Ja, na, ich wollte es ja vorhin starten, aber dann hat er mich angemeckert, dass er mit den Cloud-gesynkten Savegames ein Problem hat. Und wenn ich das mache, ich meine Savegames kaputt mache. Und dann habe ich dann Shadow gestartet. Mm. Okay, das ist ein Argument. Aber theoretisch sind es ja meine Savegames, nicht deine. Also meinst du, ich sollte mal... Ach so, das ist eine gute Idee. Ja, guck mal, dann machen wir das doch anders. Dann probier's mal. Also, genau. Habe ich es denn installiert? GeForce Now. Nö. Ja, warum dann nicht? Dann würde ich sagen, installiere ich doch mal eben... Oder hole ich mir mal eben GeForce Now. Ja, ist natürlich maximal nervig, ne? Tut mir auf jeden Fall leid. Jetzt spielen. Ich habe doch schon Ultimate-Dingenskirchen hier. Anmelden. Fresse. Da. Mit Nvidia. Ne, mit Nvidia anmelden. Oh, Mashallah. Nur Mashallah. Warum kann ich mich hier nicht mit meinem Nvidia-Konto anmelden? Ich habe doch ein explizites Nvidia-Konto. Ja, komm, Shadow, leck mich. Nein, nein, nicht so die Kraftausdrücke. Wir haben eine E-Mail gesendet. Was, kannst du dich nicht anmelden, oder was? Doch, ich muss mich authentifizieren. Also du brauchst den zweiten Faktor, ja? Sollen sie mich fragen, dann sage ich, ja, den kenne ich, der darf das. Was war das? Das war ich. Warum? Wie? Ich bin doch Ultimate-Mitglied. Bist du nicht? Doch. Bist in eine Puppen. Ah, hier runterladen. Hier, Download. Ach, davon nur als Ultimate-Mitglied downloaden, okay. So. Ja. Nein. Ja. GeForce Now Exe wird runtergeladen. Hm. Kennst du GeForce? Ja, GeForce, ja. Kennst du? Ja, ist wie der Bruder von Rejoice. Was zur Hölle? Was denn? Was ist Rejoice? Nee, die Schwester von GeForce. Keine Ahnung. Wow. Also. Oh, warte mal. Windows-Host-Prozess. So, jetzt. Ah, da ist also richtig der Host-Prozess gerade am Argen, wa? So, guck mal, zustimmen und fortfahren. Dann muss ich mich hier jetzt auch nochmal anmelden. Ist schon wieder 10-Faktor-Authentifizierung. So. Ja, aber Umleitung. Wenn dann richtig. Du bist eingeloggt. So, weiter. Schnauze. So. Moment mal, habe ich es jetzt gerade auf Shadow installiert? Nee. Das wäre lustig gewesen. Einstellungen. Was machen wir denn hier mal? Streaming-Qualität, Benutzer definiert. Auflösung QHD. 120 FPS, ja klar, Mashallah. Und jetzt adaptiv. HDR, kein HDR erkannt. Arschloch. So. Code. Können wir bitte Code aktivieren? Spielinterne Grafikeinstellungen auch. Hochrechnen der Auflösung. Oh, darf ich dich jetzt einladen? Alles, okay. Mehr Spieler. Einfach alles an. Maximale Bitrate Benutzer definiert. Oh. Das ist doch gar nicht da. Los. Okay. Hast du das da noch nie drauf gehabt auf den Rechner? Oder was? Komm, machen wir mal 60 FPS. Nein. Ja doch, aber ich habe es runtergeschmissen, weil ich es ja eine Zeit lang nicht genutzt habe. So. Okay. Spiele! Wo ist denn Baldur? Such einfach Baldur. Danach. B-A-L-D. Da ist es. Bad North. Ah, ne. Da, Baldurs. Jetzt mit HDR ausführen. Spielen. Ehe sie beginnen.
Um dieses Spiel müssen Sie sich mit Ihrem Konto anmelden. Weiter. Jetzt nochmal mit Steam anmelden. Prost. Ja gut, aber da kann ich ja dann mit dem QR-Code und so. Kennst du, ne? Nee, QR-Code kenne ich nicht. Kannst du mit dem QR-Code quasi das Handy draufhalten und dann geht das. Ach, du hast die Zwei-Faktor-App Steam integriert, oder was? Ja, aber du kannst auch mit... Ja, auch. Möchten Sie öffentlichen Trieb zulassen? Was, du möchtest deinen öffentlichen Trieb zulassen? Eulers. Spiel wird gestartet. Synchronisation nicht möglich. Achtung, Steam konnte ihre Speicherstände, sobald das geht, nicht synchronisieren. Trotzdem spielen. Ja, wie gesagt, das sind ja meine Speicherstände. Datenfehler. Wir haben einen Datenfehler festgestellt, der möglicherweise auf nicht unterstützte Mods, beschädigte Dateien oder unbekannte Daten zurückzuführen. Dies kannst du abstürzen. Geil! Ist ja egal. Du hast ja... Ach so, du kannst gar nichts machen. Nee, warte mal. Warum nicht eigentlich? Das ist doch nicht deine Mod, die da installiert wurde. Wenn, dann hat's ja... Gar keine Mod. Ich sag ja, wenn, dann hat's ja Nvidia installiert. Warte, stopp. Spielen. Ich klicke mal auf Spielen, okay? Ja, ja. Oh. Wow, was für eine Tour de Force. Wir sind auf jeden Fall in-game. Okay, so. Dann lade ich dich jetzt mal ein. Nee, ich muss erst die Grafikeinstellung machen. Ach, die kann man doch im Spiel einstellen. Nein. Doch. Da sind wir dabei. Das ist prima. So, guck mal. Wir haben auf jeden Fall schon mal eine GeForce 4080 am Start. Eine GeForce. Mhm. Annehmen. Nacktheit. Ja, wir wollen alles haben. Genau, wenn dann alles. So. Und sie tanzen. In den Morgen. Tanzen, tanzen. DLSS brauchen wir nicht. Nee. Wir brauchen Ultra. Ultra Auflösung. Ultra Bewegungsunschärfe. So, ich glaube, ich habe alles eingestellt, wie ich es brauche. Jetzt könnte mich der Firefox gegebenenfalls einladen. Ja, ich hab dich schon. Aber ich lade dich nochmal ein. Oh. Nee, weißt du was? Lass es doch einfach. Hab ich. Ich hab dich jetzt eingeladen. Ich bin gleich da bei dir. Da sind wir dabei. Guck mal. Guck mal, wie schnell das geht jetzt auf GeForce. Ja, bestimmte Sachen laufen da. Besser halt. Naja, also das ist schon, also das war ja jetzt unspielbar für mich, ne? Naja, es gibt Tage wirklich, da muss ich runterfahren und wieder neu starten. Und dann funktioniert es komischerweise. Ich habe lange Ladezeiten, runterfahren, Client aus, Client an, neu starten, dann klappt es auch. Also insofern ist es schon in Ordnung. Ah, vielen Dank, Shiki. Guten Abend, Lutanda. So, lass mal eben hier gucken. Also. So, was hast du jetzt schon alles gelootet hier oder was? Na, haben wir doch gemeinsam gemacht. Nee, ich habe gar nichts gemacht. Ich stand jetzt die ganze Zeit hier draußen. So, wollen wir uns jetzt noch um Äffel kümmern? Ja, ich habe doch gesagt, ja. Okay, dann müssen wir jetzt zum Teehaus am Fluss. Ja, ich bin da. Ja, ich noch nicht, aber ich bin jetzt auch da. Ist das Richtige? Ja. Oh, falsch gelaufen. Hä? Wo bist du denn gelaufen? Was ist denn jetzt passiert? Wo bist du im Wasser? Warum bin ich tot? Nee, du bist ja... Hä? Nee, du bist unsichtbares Sehen, bist du gerade. Irgendwas stimmt hier nicht.
bist doch gar nicht tot. Ah. Da bin ich. Ja, du bist doch gar nicht tot. Nee, ich bin nicht tot. Hast du es gesagt? Ja, hast du gerade eben gesagt. Ja, eigentlich nicht. So, warte mal, hier sind wir richtig, ne? Müssen wir jetzt hier runter? Here we go. Oh nein, das war der Shit, ne? Ja, aber ups. Oh. Ey, warum machst du... Ey, du bist so bösartig. Genau, das war der Shit. Ah, wir sind doch jetzt super geworden. Wir haben Kräfte, Zauber, Bögen, Speichern. Warte. Schon wieder? Du, was weißt du, wie oft ich hier speichere? Zu unserer aller Sicherheit. Wie heißt eigentlich die Mutter von Niki Lauda? Mama Lauda. My darling Matthew. She wished for the mind of a genius, but that silly head crust. Don't. Ach, das war hier das Ding. Don't. Wir mussten die einfach nur durchlaufen. So. Naja. Stop. Please. Wie wir uns da abgemüht haben, ne? Ja. So, speichern. Das waren noch Zeiten früher. Damals. Ja, aber wir mussten es ja auch erstmal rausfinden. Es war ja nicht so einfach. So. Und hier war nämlich eine wilde Springerei gewesen, ne? Deswegen... Und dieses dämliche Gift war hier. Oh ja, das war sehr nervig. Aber wir müssen da leider durch, du. Ah! Ey! Pass doch mal ob. Ey, ich bin 5 Kilometer weit entfernt hier runtergesprungen. So. Ich versuche hier gerade einen akzeptablen Weg zu finden. Komme ich dahin? Ja, 11 Trefferpunkte minus komme ich dahin. Das war doch hier nicht so trivial, das Ding. Weg ist unterbrochen, 9 Trefferpunkte liegend. Okay, da ist eine Maschallah. Oh, war das denn hier? Warte mal, hier ist, glaube ich, ein geheimer Tunnel. Wo ist denn hier meine Kollegin? Ist er weg, oder? Nee, die kommt nicht hinterher. Och nee, ne? Meine hängt auch da oben fest, irgendwo. Warum? Mama, Gruppierung aufheben, Schattenherz. Die traut sich nicht, da runter zu springen. So. Jetzt aber. What path lies before me? Oh nein! Was hast du gemacht? That's a friendly looking shadow. So, ich entschärfe mal hier die Dinger. Oh, toll. Ah, Glück gehabt. Okay. Ist durch. Wenn wir die schon sehen, können wir es auch gleich entschärfen, ne?
So. Hier können wir nach da springen. Problemlos. Boah, nochmal eine Falle. Und dann müssen wir hier rüber springen. Da. Und da unten müssen wir dann uns erstmal heilen oder so, ne? Oh, warte mal, nicht so weit gehen. Ah. Hier vorne gehen. Sonst kommt der Angriff hier. Die steht da nämlich schon. Los, prügelt sie tot, steht da. Also wir können ja einfach mal eben zum Lager und dann wieder zurück. Ja, das, deswegen, ich wollte bloß hier unten... Ah, hier unten mich hinstellen, so. Still alive. So that's progress. Und dann hier unten vom Lager oder ins Lager wechseln, aufheilen und dann... Ja. Okay. Lange Rast. Schnellreise derzeit nicht möglich, was? Warum nicht? Wir können nicht. Okay, das ist ein Problem. Wir können nicht ins Lager. Ja, das ist unangenehm. Okay. Dann geht nur so. Gut. Wollen wir was probieren? F5? Nee, ich muss mich noch heilen. Geht nicht. Guck mal, viel zu wenig Lebenspunkte. So, jetzt muss ich der Ollen hier auch noch eingeben. Okay. So. Warte. Speichern und dann... Go, go, Power Rangers. Müssen wir gucken, dass wir sie jetzt so platt kriegen. Warte mal, wir schleichen mal hin am besten. Dann können wir uns vielleicht besser positionieren. Ja, schleichen. Zerquetscht ihren Kopf. Die ist aber sehr aggressiv. Moving in. Trap. Be cautious. Oh, jetzt. Sequenz. You come to my home, interfere in my business, and now have the gall to face me in the heart of my lair. Nein. You petulant bollocks! Ah, ich hab meinen Vogel dich beschworen. I'll rip your spine out your asshole! I'll use your blood to spice my stew! I'll keep you alive until I've sucked the marrow from your bones! I'll bring you back and do it all over again. Stop it! So I'm a chillin'. Please, let me go! You want the girl so bad. Einfrieren war das, ne? Yep. That cage won't last. Ja, ich muss ja hier in den Nahkampf gehen, ne? Ich kann damit ja nichts anderes machen. Ich mache erstmal einen Kampfruf. Ah, ich... Schon zu viel verballert hier leider. Okay, das war... Das könnte sie aber sein. Mach mal hier Kälte-Scheiße. Ich habe leider keine Kälte-Scheiße. Ja, ich.
Der hat jetzt nur noch 12 von 35 Lebenspunkten, ist das richtig? Wer? Der Käfig. Keine Ahnung. Ich glaube, der hat Schaden bekommen. Was sagt denn das Dings hier? Ja, 7 Kälteschaden hat er bekommen. Wollen wir nochmal laden? Der ist schon hingerichtet. Ich glaube, dass... Oh. Er hat 7 Schadenspunkte gekriegt gerade eben. Mann. Dann kann ich meinen Vogel vorher noch rausholen. Weißt du? Ja. Lass ihn raus, den Tiger. Zeig ihnen, dass du es kannst. Denn Kellogg's Frosties schmecken so. Die wecken den Tiger in dir. Und dir. Ach ja, damals. Das war noch einprägsame Werbung, ja. Heute, weiß ich nicht, bleibt ja nichts hängen. Schweige, gucke ich auch nicht mal. Weißt du, damals hat es noch so einen Herrn Kaiser oder so. Nee, ich guck so einen Kram auch nicht mehr. So. Warte. So, dann haben wir ihn jetzt draußen. Dann können wir jetzt. Another step forward. There, in the cage. Watch how you go. There's a trap. Come on! Bash her brains out! Save your thoughts for later. Dass wir da nicht rauskriegen. Wie kriegen wir denn den Brennstatus? Ja, mit Wasser eigentlich. Ja, wann? Habe ich irgendwas mit Wasser? Briefe mit Wasserschäden. Leibkäse aus Tiefwasser. Nee. Also ich habe, wie gesagt, den Kältestrahl halt, ne? Aber den haben wir ja beim letzten Mal auch genutzt. Ja, der macht Schaden. Ja, dann haben wir ein Problem, weil wir haben nicht, ich habe nichts anderes. Auch? Hä? Das ist die da drüben. Na toll. Ah, ich kann Regen beschwören. Sehr gut. Ja. Ich speichere mal F5. Okay. Hat auf alle Fälle schon mal ein bisschen Schaden. Ich glaube, sie ist die Linke. Ich probiere es. Vor allem, ich latsch mich ja hier dämlich. Oh, es war die Linke. Nimmst du dir übel, wenn ich speichere zwischendurch, aber... Oh, Fehlschlag. Von hier unten kann ich auch nichts machen. Scheiße.
Okay. So, einfach zu weit weg, die. This girl. Heading there. So. Ba, 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 ba. Das ist die ganz rechte. Ba, 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 ba. Oh, die ist vierfach. Oh, das habe ich nicht gesehen. Die ganz rechte, die hier bei mir steht. Oh, wo steht deine? Ach so. Also ich stehe jetzt ganz rechts hier, bitte. Ja, angeblich sind es... Ich glaube, es ist die ganz rechte. Okay. Dann die da. Mehr Ressourcen habe ich nicht. Fehlschlag. Ja, das wird so sein, ne? Jo. Nee, war sie nicht. Nee. Die hier oben ist es, die am Ausgang steht. Oh, du hast jetzt, ganz ehrlich, du hast jetzt jeder einmal benannt. Okay, wo ist... Hä? Ach, die steht direkt neben ihr. Jo. Was? On my way. Wow. Warte, speichern. Die hat nur noch 30 Lebenspunkte. Hey, wir haben sie wegrasiert. Rasiert, Alter. Ich habe noch nicht einmal Schaden genommen. Bleach. Toll. Ich wurde verspottet. Alter. So, jetzt kriegt's aber, Ärger. Ja, ich brauche jetzt gar nichts mehr machen. Die ist doch schon tot. Ja. Need to find a way forward. Oh. Wir haben Dialog. Okay, Dialog. Moment, ja. Dialog. Du bist schon wieder am Looten, ne? Ja. Du packst dir den ganzen Kram wieder für dich ein. Ich hätte diesem Monster beinahe mein Kind gegeben. Weniger Geheule, mehr Gold, bitte. Nein. Mit allen Höllen würdet ihr sowas in Erwägung ziehen. Ja, wäre jetzt meins. Was hast du denn jetzt? Nee, ich will jetzt wissen, was du gelootet hast. Keine Ahnung, ich gucke deinen Dialog zu. Ich weiß nicht, was ich gelootet habe. Du hast doch irgendwas gelootet. Ich habe auf alles einsammelt. Du bist da hingegangen, hast dir gedacht, bevor ich mir jetzt den Dialog angucke, dann muss ich erstmal looten gehen. Also, was hast du jetzt gelootet? Ich weiß es nicht, ich habe alles eingesammelt gerade. Ist doch eh ein großer Lootsack. Wir können uns ja eh auf alles. That's what she wanted. My baby. And God, I was going to do it. Heul nicht rum. My husband. She was going to bring him back. Bring Connor back to life. Bring back. Was wäre mit eurem Kind geschehen? Ihr hättet für ein verlorenes Leben ein neues geopfert? Wie egoistisch? Okay. Meldet euch, wenn ihr fertig werdet. I promise to raise the child. Teach them magic. Give them a good life. Gesundheit. Gesundheit. Oh, wow. Sorry. Back the way it was. Konnte nicht mehr muten. It's my own fault for letting her. Look. Alter! Ey, das übersteuert hier alles. This socket is worth some coin. Ich muss mal Emo deine Nase rotzen. Plodiert hier der komplette Lautsprecher alles. Really? That's... Ja, meine Nase, eben, keine Ahnung. My husband gave it to me. I should take him home. His coffin is just upstairs. A decent burial is the least I can give him. Thank you.
I don't think there's anyone else. Doch, doch, doch. Saved me. Hm, doch. Da gab's zwei, aber die sind tot. So, was hast du jetzt gelootet? Kann ich dir gleich sagen, wenn ich jetzt aufmache. Ich habe einen angelaufenen Talisman. Macht es dem Träger einfacher, Todesrettungswürfe zu bestehen, wenn man tot ist. Und hier ist noch ein Stichschadenmesser. Ach, wie langweilig. Mit plus zwei Säure. So, was können wir denn jetzt hier noch machen? Ist jetzt hier immer noch ein Weg oder so? Ja. Oder da ist noch eine Tür da unten. Ja, aber erstmal gucke ich hier, ob man was looten kann noch. Ja, ist nur die Tür und dieser vanische Stein hier. Im Kadaver ist auch nichts drin. Ja, dann geh ich hier durch die Tür. Wow. Hier ist ein Teleporterpunkt wieder. Brief an Ethel, bittere Scheidung. Ach du Scheiße. Da ist ein Stab für dich. Hier drüben. In meinem Inventar. Natürlich, wo auch sonst. Also wenn es irgendwo ist, wenn es irgendwo ist, dann ist es in deinem Inventar. Guck dir doch mal dein Inventar an. Guck doch mal, wie viel Scheiße du in deinem Inventar hast. Du, da ist ein Stab, der ist 4 bis 11. Stab, der hat er gleich genommen. Ja, vor allem ist er ja, das ist ja auch ein perfekt Match für meinen Charakter. So. Ich hab doch auch gesagt, guck mal, da ist ein Stab. Ey, was der sich alles einverleibt. Da geht auf keine Kuhhaut. Ganz Inventar ist voll. 111. Ich hab 53. 53 an Gewicht. Und nicht nur das, der hat sogar mit dem anderen Charakter 70, das heißt insgesamt 180. Und ich liege gerade mal bei 69. Und woher kommt das? Weil der Herr Firefox nämlich immer sofort zu allem Scheiß hinrennt. Aber du kannst doch in dem. Wir tauschen doch unser Inventar aus. Immer, jederzeit. Mhm. Ja. So, wo geht's jetzt hier weiter? Hier, da ist ein Pilzring. Ja, ich nutze den mal. Mal gucken, wo wir hinkommen. Oh, Überraschung. Da waren wir ja schon 1000 Mal. Ach, guck mal, da ist er. Bring mir den Zauberstab. Hier. Jetzt kann ich ja mal mit der reden. Ach so, ja, warte. Oh. Gott, didn't hear you coming. Ich hab's abgebrochen. I know I should head home, but I can't bring myself to leave. The thought of putting him in a wheelbarrow and making the journey all over again. Oh Gott. Ich habe einen Zauberstab gefunden. Ich kann wohl euren Mann wiederbeleben. Oh ja. Warte mal, F5 geht das? Ja. So, klick. What? You can. Oder einfach ihrer Trauer überlassen. You feel a surge of power from the wand. Oh, eine Option. The air suddenly tastes acrid. It wants to be used. Bring it back. Bring Connor back. Please. Er wird zum Zombie. Den Zauberstab auf den Sarg richten. Oder kaputt machen. Ach komm, beleb ihn wieder. Und wenn er zum Zombie wird, dann ist das halt so. Oh mein Gott. Geil. What's happening? Why is he still dead? Hallo, Schatz. Küsschen. Robert zu Poppy. Pull at you. The creature yearns for a master. Walking Dead Alarm. Ja, ich sag mal. Die Kreatur ist an den Stab gebunden, wie praktisch. Wartet, vielleicht ist es nicht von Dauer. Die Vettel hält also ihr Versprechen. Es kann wohl niemals einfach sein, was? Naja. What she promised. I wanted him back. I promised myself. Not this.
Das ist euer Ehemann. Wollt ihr ihn nicht? Wollt ihr ihn oder nicht? Keine Bange. Ich habe den Zauberstab. Ich werde ihn auch benutzen. Wir können ihn jederzeit wieder begraben. Das ist alles geil. Ich nehme mal zwei. Keine Bange. Ich habe den Zauberstab. Ich werde ihn auch benutzen. Was? Mal undankbare Göre. Was haben wir denn jetzt gemacht? Gegenstand erhalten, zweite Ehe. In den verdrehten Wurzeln, aus denen der Zauberstab schafft, besteht, klemmen Fleisch und Haarklumpen. In der Oberfläche ist Connor eingekratzt. Ja, jetzt haben wir hier Connor. Och. Schon wieder. Wo ist das Gespräch hin? Du kannst ja selber mit ihm sprechen. Okay, warte. Ist nicht so zielführend, oder? Nee, ich lad mal nochmal. Also, wir wissen, was passiert. Ich find's unfair, ihr gegenüber einen Zombie wieder zu beleben. Tod ist tot. Ja, weiß, findest du das, also, weiß ich nicht. Ich find's nicht gut, ja. Ach so, aber wenn ich was nicht gut finde, da wird dann gesagt, ja, da müssen wir akzeptieren. Ist halt Schicksal. Warum hast du eigentlich keine Kameraeinblendung mal wieder nicht? Ich bin noch nicht hundertprozentig fit. Ich bin noch sehr zerzaust und zerrupft. Wie? Ja, mein Antlitz soll ja nicht dieses hübsche Spiel kaputt machen. Ach so. Ja. Ich denke auch an diejenigen, die sich das angucken wollen. The thought of putting him in a wheelbarrow and making the journey all over again. Wollen wir es ansprechen und dann kaputt machen, dass er dann sauer auf uns ist, oder? Schweigend bei ihr stehen. Ich glaube, wir sollten das nicht machen, sondern weil, genau, wir sollten lieber mit ihr trauern, weil wenn wir jetzt ihr erst Hoffnung geben und dann den Zauberstab zerbrechen, ist ja schon arschig. Ja, dann schweigend bei ihr stehen. We were just kids when we met. I might have pushed him off a swing I wanted. He got right up and pushed me back. I was so surprised that I just laughed. Laughed? He did too. We've barely spent a day apart since. Alles in Ordnung? Not even a little bit. But I will be. Ihr könntet ihn einfach hier lassen. No. He deserves a proper burial. He deserves some rest. And he won't get that here. Also doch den Zauberstab nutzen und dann kaputt machen? Das andere ist einfach beenden. Nee, das andere ist alles doof. Also Zauberstab hier und dann kaputt machen. Ja. What? You can. You feel a surge of power from the wand. The air suddenly tastes acrid. It Oder wenn man, wants to be used. Wenn man kaputt machen wollen, nimmt Bring sie sich den. Bring Connor back. Please. Zerbrechen. Ja. What have you done? You bastard! I thought you were going to hell. Naja. Gut, alles scheiße. Das mit dem Zombie war ja wenigstens noch lustig, weil er halt da rumgestöhnt hat. Ja, Connor hat nichts mehr zum Looten hier. Scheiß. Verdammt. Ja, lustig.
Aber weißt du, was krass ist? Wie einfach dieser Kampf jetzt auf einmal war, ne? Naja, weil wir halt ein bisschen besser waren. Wir haben, glaube ich, ein Level mehr gehabt. Und ein bisschen besser ist gut. Wir haben die so wegrasiert. Ich habe noch nicht mal einen Kratzer. Noch nicht einmal. Ja, aber es hat sich doch gelohnt, das, was wir gemacht haben. Ja, vor allem für dich, ne? Ja, das sowieso. Schlüssel zum Teehaus benutzt. Sehr schön. So, gucken wir mal auf die Map. Ja, was... Was machen wir denn als nächstes? Weiß ich nicht. Sag an. Was ist denn dieses Teehaus? Ja, da sind wir gerade. Ja, aber da steht doch eine Quest. Nee, das ist ein Teleporter. Oder meinst du das... Ach so. Nee, diese Teehaus-Quest da. Quest. Teehaus. Begleiter. Müssen wir da einen speziellen Begleiter mitnehmen? Nee, ich guck gerade. Oder ist es Reise über den Gebirgspass? Also es geht mit der Hauptquest weiter, entweder im Unterreich. Deswegen hat er gesagt, hast du alles gemacht, was du machen willst, weil es gibt kein Zurück. Das ist und der Gebirgspass war die Brücke, wo wir da gewesen waren. Wir haben ja noch eine Krippe, die wir finden müssen. Akzeptiere dein Potenzial, entdecke Geheimnisse des Artefakts. Dazu brauchen wir die Krippe. Unterreich, da haben wir noch finde den Pilzsammler. Ach, da müssen wir noch mit ihr reden, damit wir die Quest abschließen können. Auch mit Glutzirkel, die Dürger sind besiegt, wir müssen mit Glut sprechen. Und dann haben wir hier noch eine Adamantschmiede. Wird von einem Wächter bewacht, der Magma und einem gewissen heißen Hammer gegenüber empfindlich ist. Okay. Dann haben wir hier noch Nachtlied, Region des Nautiloiden-Absturzes. Suche das Nachtlied. Wir haben einen Hinweis über das Nachtlied gefunden, ein Gedicht über Selun, in dem eine Tür unter dem Tempel erwähnt wird. Was ist wohl unter dem Goblin-Lager verborgen? Das war das, was der Aaron sagte, dass da irgendwo noch was im Lager unten ist, was wir noch nicht gefunden haben. Entschlüsseltes alte Buch haben wir auch noch. Erkunde die Ruinen. Merkwürdige Tür für tiefer in die Ruinen. Da unten gibt es bestimmt einige interessante Artefakte. Da waren wir auch schon drin, in dem Keller scheinbar. Wir müssen zur Schmiede zurück, um die Sosurrinde, eine Waffe zu schmieden. Okay. Dann haben wir ein paar das ist am zerstörten Dorf, ne? Entscheide, was du mit dem Buch der Nekromantie... Nee, was war das hier? Also guck mal hier, schmiede eine Waffe, ist im zerstörten Dorf. Da könnten wir ja hin teleportieren, das ist direkt nebenan. Da. Warte, zum zerstörten Dorf. Oh, zu weit, zu schnell und zu weit. Da, ja. Ich porte. Prost. Und jetzt? Na, ein Brunnen wahrscheinlich, ja. Ne? Oder ist es der Brunnen? Ja. Jetzt? Jetzt müssen wir dahin, okay. Ach so. Ach! Ist das hier nicht das Ding, Ja, ich glaube, das war's, ne? Ja. Nee. Okay, der Weg ist bereit. Oh Gott, da fehlt aber noch was. Kombiniere was mit was? Schmelzofen brennt mit... Was hat man besorgt? Die Sosurrinde. Die Sosurbaumrinde. Da ist er. Kombinieren. Ja, habe ich einen Schmelzofen brennt. So, wow.
Ach, guck mal. Jetzt ist das Feuer anders. Was können wir denn jetzt nehmen? Schwert da reinschmeißen? Kombination nicht möglich. Also mein Bogen hat nicht funktioniert. Oder gab es jetzt so was Neues im Logbuch? Warte mal. Journal. Wir haben die Sosurin. Jetzt müssen wir zur Schmiede zurück. Ja. Oder ist hier noch irgendwas? Hier gibt es ein Kurzschwert, was rumliegt. Ja, schmeiß das mal da rein. Ich schmeiß mal das Kurzschwert rein. Ja. Kurzschwert. Kombination nicht möglich. Oder warte mal, vielleicht müssen wir den Blasebalg erstmal. Ja, aber brennt ja schon, ne? Aber was müssen wir denn benutzen? Wir haben Blaupausen für einige meisterliche Waffen gefunden. Um eine zu schmieden, benötigen wir lediglich etwas Rinde von einem Susurbaum. Wir haben Blaupausen gefunden? Okay, warte mal. Inventar, Blaupause. Steilcliffs. Ah, hier, habe ich. Steilcliffs Blaupausen. Hast du, okay. Die Entwürfe von drei Waffen wurden mit sauberen und präzisen Strichen und Bögen gezeichnet. Ein Großschwert, eine Sichel und ein Dolch. Alle Maße und Winkel sind genau angegeben. Und detaillierte Anweisungen zum Schmieden sind unten auf der Seite aufgeführt. Eine ungewöhnliche Zutat wird dabei hervorgehoben. Susurinde. So, was war das gewesen? Ein Dolch, ein... Ein Großschwert, eine Sichel und ein Dolch. Ja, wir haben keines davon, glaube ich. Haben wir einen Dolch? Empfohlene Filter Dolche. Ich habe einen Kackekratzer als Dolch. Was? Ja, ein Kackekratzer heißt so. Warte mal, ich probiere mal den Kackekratzer zu benutzen. Der heißt doch nicht Kackekratzer. Der heißt Kackekratzer. Der heißt doch nicht Kack... Welcher Dolch heißt denn Kackekratzer? Ich habe hier ein... Schwert, beziehungsweise ein Dolch. Oh, stimmt. Ja. Der heißt ja wirklich Kackekratzer. Ja, gut. Dann schmeiß mal rein in den Schild. Aber nicht möglich, weil es wahrscheinlich schon ein Gegenstand ist, ein magischer. Hast du ein Dolch in deinem Inventar? Nee, ne? Nee, ich habe alles verkauft. Eine Sichel hätte ich auch nicht. Und was war das für andere? Ein Großschwert. Ja, wir brauchen dann einen einfachen Gegenstand, ja. Hier ist eine Glewe. Ich glaube, die ist nicht... Vielleicht ist hier noch was in den Fässern drin oder so. Let's have a look. Ah, ein Kackekratzer. Ein Dolch hätte ich. Ach nee, Sichel. Na, Sichel brauchen wir auch. Moving ahead. Nee, Dolch oder was? Dolch? Ich hab einen Dolch. Dann schmeiß den mal da rein, den Dolch. Benutzen und dann den Dolch reinziehen. Dialog? Hat geklappt. Dialog. Kriegst du wahrscheinlich einen magischen Dolch. Scent wafts forth. The Susabark infuses the weapon from within the flames. The flames sputter away. The dagger is yours for the taking. Geiler Dolch, Alter. So, was hat der jetzt? Zeig mal her. Aus Informationsgründen. Wo ist denn der Dolch jetzt? Kackekratzer.
Heißt der Kackekratzer? Nee, Susurdolch. 3-6 Schaden. Wow, Waffenverzauberung plus 1. Also bei mir hat er 7-10 Schaden, aber ist okay. Aber immerhin. Ja, nimm, ich brauch den nicht. Mal gucken, wer den dann richtig nutzen kann. 7-10 also Schaden. Auch keinen. Aber ist doch gut geworden. Und damit haben wir die Quest erledigt. Juhu! Unterreich, ja. Dann hätte ich gesagt, lass uns jetzt nochmal ins Pilzreich gehen und den Pilzsammler-Dame und den Pilz anquatschen, damit wir die Quest abgeben. Was ist da? Den Kackekratzer? Nee, wir haben doch den einen Typen gerettet und seine bessere Hälfte steht doch da noch irgendwo rum. Und daneben steht doch der Pilz, der uns begleitet hatte. Wir haben bei beiden die Aufgaben erledigt. So, ich rede schon mal mit Derrit. Look at that. Hello. I got my useless old man back. I suppose that's your doing. His hands are empty as a hole. We'll have to send him back out soon enough. Es ist ein Wunder, dass er überlebt hat. Ihr solltet ihn nach Hause bringen. Er herrscht wohl keine große Liebe. Ich sag mal hier, es ist ein Wunder, dass er überlebt hat. Ihr solltet ihn nach Hause bringen. Please, Balin's got a job to do. We can leave when he's done it. Zwischen euch herrscht wohl keine große Liebe, genau. Love? Never heard of it. Balin's meek now, but he used to be a rotten old bastard. Treated me like an old shoe for 70 years. Okay. Losing his mind was the only good he ever did by me. Okay. Ja, also, da das jetzt geklärt ist, was wollt ihr wirklich hier unten? Collecting noble stock. Valuable mushroom. We've a shop in Boulder's Gate. The locals go mad for it. Wieso ist das so kostbar? Nearly nothing it can't cure. Blindness, poison, hair loss. Könnte er Balins Gedächtnisverlust teilen? Probably. But Balin in his right mind wasn't worth half a half of noble stock. I know him better than anyone. Got the scars to prove it. Okay. Was haben wir bekommen hier? Handschuh des unbefangenen Kushigo. Mit Wurfangriffen und mit Angriffen, die mit improvisierten Waffen durchgeführt werden. Okay. Ja, warum auch nicht? So, du bist gerade bei ihm. Okay, klick. Here I break ground. From the dark will a mighty circle rise. My song will fill the grotto. Death doer. The grotto may sustain but one sovereign. In the age of glut, there may be eliminate. Eliminate the other sovereign. Was? A fate it has earned. My circle long suffered while the Dwergar flourished. I sang to Spore for help, yet it cowered in the grotto and let my people be slaughtered. Choose, smooth mind. Help me grow a mighty circle and reap the reward. Or protect the precious poltroon, as it waits for the circle of glut to devour it whole. Tja, machen wir oder nicht? Ich weiß nicht. Der andere war so nett zu uns, hat uns die ganzen Geschenke gegeben. Ähm.
Der ist mir zu kriegerisch hier irgendwie. Vor allem, wir haben ja dann richtig zu tun, weil es bleibt ja nicht nur bei dem Typen, da kommen ja alle. Nee, nee. Aber können wir vielleicht petzen gehen? Also, dass wir sagen, das hätte ich angestiftet? Ja, das hätte ich gesagt, ja. Also, ich halte mich da raus, ne, und dann gehen wir petzen. Hi, Chino. Ich kann ja hier F5 machen. Ja, okay. Is my right. It is my right. Its delicate harmonies turn to scrapes and scratches. Your corpse will burn. Jetzt greift er uns an. My circle. Nein! Na ja, gut, aber... Das hat jetzt schon Sinn gemacht, ne? Kritischer Fehlschlag, ich fass es nicht. Er ist ja schon fast tot. Wünsche ich dir auch, Gino, danke. Oh. Ach nee. Wegen dem Looten. Warte, ich rede mich raus. Aber gerade so, du. The Myconid calms. You may go in peace. Oh, Glück gehabt. Okay. Hat er wenigstens irgendwas gehabt? Nee. Ja, ich hab gar nichts gemacht. Ich hab ihn nur angeklickt. Gut, ich red mal mit dem anderen Souverän, dass wir da leider abgerutscht sind gerade. Naja, Maus gerutscht oder was? Ja. Warum sehe ich denn keinen Dialog? Jetzt. Be at home. Ich habe das Wesen namens Loot getötet. Es wollte euren Kreis auslöschen. You are one with Spore. Your throat tightens and relaxes. The air is serene. Your mind untroubled. The songs we sing now carry your spirit. Boah. I first named you Peacebringer. Aww. I now name you Kin Spirit. Ja. Ja, guck mal. Ja, guck mal, was. Auf jeden Fall, dankbar. Die sind alle dankbar. Hier. Ja, der Pilz ist dankbar. Gut, was sagt denn jetzt das nächste Logbuch? Ey, es wird dünner hier, du. Abgeschlossene Quest. Ja, wir haben ganz schön was erledigt. Wir haben hier noch Durchsuche den Keller, das uralte Buch. Ja, ja, okay, das konnten wir bis jetzt noch nicht. Suche das Nachtlied auf Karte zeigen. Da ist. Also anscheinend. Achso, das ist Teehaus. Aber irgendwie muss doch dort auch ein Quest. Ah, ich ahne, wo wir lang müssen. Nee, wir müssen von oben lang. Ja, 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 ja. Dann lass uns mal dahin laufen, hätte ich gesagt. Ja. Ich muss mich bloß hier orientieren. Ich glaube, wir müssen da raus. Ja, das sieht, glaube ich, gut aus. Und dann hier nach Südosten? Nee, darüber. First step is the hardest. Die genieß. Ja, sieht zumindest besser aus.
Oh, verwirrt. Hier lacht jemand. Chiki, bist du das? Nee, ausnahmsweise nicht. Oh, ein Schwert. Ich werde es ziehen. Oh, Dialog. Okay. Slender drow blade impales the stone before you, keeping a silent vigil. Stärke Religion. Ui, 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 ui. Ui. Easy. Excalibur, yeah. This blade was a warrior's sacrifice to Elis Stray. Blood can only be honored with blood. Etwas Blut auf den Stein tropfen lassen. The drow script inscribed on the blade flickers and glows. It rises from the stone, hanging in the air in silent offering. Ooh. Gimme that. Oh, was ist das? Wo ist es denn jetzt? Hab ich's jetzt, oder? Ja, hast du. 7 bis 16. Und ist eine Einhandwaffe. Cool. Kann ich auf jeden Fall hier der Ollen geben. Oder warte mal. Ne, deins ist 7 bis 19. Ja, nee, Moment, du siehst die Stats aus deiner Sicht, vorsichtig. Achso. Das Ding ist bei mir 7 bis 16 und ich habe ein 7 bis, ja doch, ich habe auch ein 7 bis 19. Aber du siehst es eigentlich immer aus deiner Sicht. Das, oh, das macht keinen Sinn. Dann gucken wir, ob das bei... Also ich weiß nicht, also ich habe dann ein schlechteres Schwert, das brauche ich nicht. Dann nimm das mal, oder ich schieb dir das bei dir rein hier. Ja, pack's bei ihr rein. Sie hat bei Platz. Ihr? Ja, sie hat Platz. Und ich kann mal gucken, sie hat den Hammer. Vielleicht ist das... ich muss wahrscheinlich üben, weil sie ungeübt ist mit Kriegswaffen oder Langschwerter. Aber sie ist so mit Hammern auch umgeübt. Vielleicht kann sie damit sogar ein bisschen mehr was anfangen. Ja, sie hat sich auch wieder gelohnt, hier lang zu gehen und zu gucken. Oh, was ist das hier? Ich weiß nicht, wo wir gerade sind, verdammt. Hat sich jetzt so oft hier rotiert und gedreht. Oh, da ist ein Minotaurer hier. Vorsicht, der läuft da lang da rum. Den hat's gerade geröstet da. Ups. All cleared out. Ich glaube, das Ding steht hier. Oh, oh. Alter! Aber es war doch vorher sichtbar. Aber wir müssen da durch, um da weiterzukommen. Aber hier oben? Das ist bloß das Gebiet, okay. Wie kommen wir denn da theoretisch durch?
Ja. Gut, Frage. Aha. Ich meine, das Fall. Ich habe was gefunden. Da muss irgendjemand Kleines durch. Shit. Können wir uns verkleinern? Schrumpfen, nee, habe ich alles nicht. Hier ist eine Felsspalte. Wahrscheinlich kann man da nämlich nach innen rein. Denn das wird von der Dings hier gespeist. Warte mal. Aber... Oh nein, es gibt... Gibt es einen Weg von der Seite lang? Warte, warte, warte. Ich glaube... Nee. Doch. Doch. Gibt es. Nicht erreichbar? Schade, warte mal. Achso, das ist der südliche Welchen Teil. Welchen Weg meinst du? Nee, alles gut, warte mal. Also, theoretisch ist da ja noch was, was wir nicht erkundet haben. Naja. Ich will nicht mit dir reden. Warte mal, da kommen wir nicht lang. Na klar, warte mal. Ich glaube, wir kommen dorthin, Shigi. So, wo habe ich jetzt hingeklickt? Dahin. So, meine Charaktere laufen schon mal. Bin bloß wieder... Da. Hier ist der Schatztruhe. Ah! Wer lacht denn hier so dreckig? Ja, jetzt hast du es doch auch gehört, oder? Ich höre das die ganze Zeit. Echt? Ist ja schlimm. Halt! warte mal, ich laufe zu weit, weit. Nee, das ist der Teil. Mal gucken, ob wir hier noch was finden. What's inside? Abend. Naja, wir sind entspannt am Gucken hier. Tex the Rich. Wer ist entspannt? Na, wir. Geht, ne? Zu hoch. Sieht unrealistisch aus. Warte mal, von hier hinten. Gibt es aber, glaube ich, auch einen Weg.
glaube nicht, dass das da lang geht. Wir gucken mal. Hier ist das mit den Pilzen gewesen, okay. Da kann man klettern. Hier kann man klettern. Oh, Chiki, ich glaube, wir haben's. Ja, warte mal. Ja, ja, ich warte jetzt hier. Ich warte jetzt hier. Ich glaube, wir haben's. Wir kommen jetzt theoretisch von der anderen Seite ran. Ich hoffe, das ist so. Hier ist ein riesiges Spinnennetz. Ja, und hier können wir hochklettern. Alles gut. Wir sind hier richtig. Da ist auch eine Truhe, die können wir uns dann angucken. Nee, das ist, Baldur's Gate. Das ist immer so. Da sind wir unter uns, dass sie so ist. Ich wusste von Anfang an, dass wir hier lang kommen. Ja? Gut. Ja. Ich wusste was. Oh, soll ich mal aufmachen? Ja, mach mal auf. Geht nicht. Nicht? Nee, aber wir sollten sowieso einmal eine große Rast machen. Meiner Meinung nach. Dann kann ich es auch öffnen. Warte. Bonus hinzufügen, Feuer frei und... Da war eine Rüstung mit drinne. Eine leichte Rüstung, okay. Okay, super. Also, Baldur's Gate macht Spaß. Das ist jetzt keine Kritik. Im Koop ist es natürlich ein bisschen langwieriger, weil man nämlich sich dann auch die Händler teilen muss. Aber, es, vom Koop her ist es sehr gut gemacht. So, dann machen wir hier oben eine Raste nachher, wa? Wo ist sie? What's next, I wonder? No time to rest. Was du? Weil ich das Skelett angefasst hey. Hab. So, hier, Lager. So. Ab ins Lager. Oh! Da kam noch eine Explosion. So, jetzt sind wir im Lager. Gut, dann können wir uns hier einmal kurz ab. Upcyclen. Wobei ja gleich eh Schluss ist. Ja, ja. Aber wir gucken trotzdem, ob wir da noch irgendwie hinkommen. So. Ein paar Sachen wegpacken hier. Ja, ja, wenn man das Inventar voll hat, da muss man auch mal ein bisschen aufräumen. Ja, ja, aber dafür habe ich jetzt auch Sachen, die dein Typ da wieder fressen kann. Ist ja nicht nur alles so für mich, weißt du? Ich denke auch an die anderen. So. Tag beenden. Vielleicht kriegen wir ja Besuch. Ja. Vielleicht kommt ja Eule wieder. Nee, kommt nicht wieder. Ah.
seems that book on Flumps was not all it appeared to be. Und raus. Vorsicht, es explodiert. Das ist aber auch gefährlich hier. Ja, ja. Guck mal, so viele Versteinerte hier, ne? Ja, ich glaube, die sollten wir auch versteinert lassen. Oh oh. Dialog? Ja. Medusa? Medusalem. Oh, ja. Mmh. Oh, oh. So, aber darf ich auch noch mal ran hier oder so? Ich befürchte nicht. Wer greift denn da weh? Achso. Ist der nicht auf unserer Seite gewesen? Ist das so? Ich weiß es nicht. Also, kein Plan. Ich meine, der ist gelb. Dann habe ich jetzt einen Fehler gemacht. Nicht genügend Bewegungspunkte, da. Nee, der entsteinert ihn, verzaub... Oh, nee. Der hat mich gekillt. Tequila plus eins. Guck mal, der hat den angegriffen. Ja, ja. These boots have seen everything. Ach so, ich bin blind, deshalb. Oder?
Der ist betäubt. Ich glaube, das war schon richtig, dass du ihn angegriffen hattest. Er ist gleich tot und benommen. Sehr gut. Boah. Ist da wieder gerade gestorben? Ups. Scheiße. Komm, Firefox, mach ihn platt. Der hat nur noch 2 Punkte. Nice. Und was war drin? Flesh once more. Beobachteraugen. Pity Dawn cannot say the same. Nekro. Beobachte. Was ist das? Ein Umhängedings. Aber das Nekromantie-Zauber des dritten Grades. Ja, okay. Ich habe gerade Dialog. So. Hardly. I came here with the wizard Duan. He vowed to share his fortunes in exchange for protection. A man called Zargrim stepped from the shadows. They argued until their words turned to screams. Zargrim summoned the spectator and fled. An unusual spectator at that. Adept at petrification. I was unprepared. Tja. Worum haben sich denn die beiden gestritten? I hardly paid notice. There was talk of a pact and a forge, as I recall. Aha. Okay, und wohin werdet ihr nun gehen? I will free the others, and we will return home. Let's have a look. Ja, gut. So, also, brauche ich denn diesen Zauberdingens? Ist die Frage. Das ist die gute Frage, ja. Ist deine denn ein Nekromant? Ich habe einen nekromantischen Spruch, ja. Ich habe Wunden verursachen, nekrotisch. Nee, du bist ein Kleriker. Okay, und ich? Still breathing, despite everything. Ich bin Magier. Hochelf, Bannmagier. Bannzauber. Und du, Hochelf, Klassenzauber. Die Frage ist ja, willst du die nutzen, die Sachen? Diese Zaubersprüche? Warte mal, du, bei ihr jetzt drin, ja. Weil du kriegst, also man bekommt dann 2 Strahl der Furcht, ein Nekromantie-Zauber oder verwundener Strahl. Und das brauchst du nicht, weil deins besser ist, oder was? Achso, magisches Geschoss. Nee, sonst würde ich die nehmen. Nee, aber pack sie bei dir an, alles gut. Du bist da die eher magiebegabte Person. Okay, dann versuchen wir das mal. Was ist das andere gewesen? Verwundener Strahl. Very well. Hier drüben bin ich. Hä?
hinter dir. Ja. Bin ich jetzt dumm? Sehe ich nicht. Hä? Weiß ich nicht, ich bin hier. Wie bist du denn da hochgekommen? Ja, da hochklettern. Da ist so eine Ranke. Da. Ach, da. Weil jetzt kommen wir nämlich hier hinten rein, wo die Geschosse sind. Und können wahrscheinlich diese Maschinerie hier abschalten oder so. Oh, warte mal eben. Hier bin ich zu Maya. Ah, okay. Wäre ein Großschwert gewesen. Ich glaube, hier hinten sollte man nicht raus. Das sind die Teile, die dann auf uns feuern. Hier oben gibt es noch was, aber was? Okay, da kann man noch mal oben auf der Brüstung stehen. Gut. Hier drüben gibt es einen Raum mit einem Teleporterpunkt. Das passt ganz gut hier. Strahl der Übelkeit. Speichern wir mal hier einfach schon mal permanent ab. Ich glaube, das ist ein guter Punkt für einen Cut. Die können wir nicht deaktivieren hier, ne? Na doch, was ist das? Ich glaube, das ist doch mal. Ach, das sind Testpuppen. Ach, ja, ja, okay. Aber die können wir nicht deaktivieren. Der Schutzzauber. Bleibt auf der Suche nach dem Nachtlied. Oh! Das ist das, was wir brauchen. Na? Ein bisschen mehr Zuwendung. So. Also,
wir könnten hier eine Feuerpause machen bis zum nächsten Mal. Ich stehe kurz vor dem Buch hier gerade mit dem Nachtlied. Das liegt hier nämlich auf dem Tresen. Gehen wir am besten nicht durchs Tor, sonst kriegen wir da wieder Ärger. Da sind nämlich die Geschütze auf der anderen Seite von der Tür. Auf der Suche nach dem Nachtlied, ja, guck mal. Ja. Ich guck mal rauf hier. Faszinierend, dass ein anscheinend so wertvolles Objekt so schwierig zu finden ist. Tatsächlich haben Schatzsucher aus dem ganzen Reich die Schwertküste mit einem Ziel bereist, das Nachtlied zu finden. Doch alle sind gescheitert, haben von Sackgassen und Rückschlägen berichtet, manche sind auch nie zurückgekehrt. Zuletzt habe ich einen Halborg namens Gradi gefragt, der darauf bestand, dem Relikt so nahe gekommen zu sein, wie es möglich ist, ohne dass man sein Leben verwirkt. Er wies darauf hin, dass das Objekt sich nicht, wie viele Berichte behaupten, in Südentüne du Fort neben dem Fluss Chionta befinde, sondern in einer alten Charitenfestung irgendwo in der Nähe des der Türme des Mondaufgangs. Doch Gradi warnt, dass irgendein mächtiger Schatten einen hindere, sich dem vorzunähern. Ja, das, ich glaube, da sind wir auch gerade drin. Ah ne, das ist das Selenyten-Außenposten. Also sind wir hier verkehrt. Links ist ein Teleporter von uns. Ah ja. Ich weiß nicht, ob der bei dir schon aktiv ist. Da ist jedenfalls ein Teleporter und hier würden wir beim nächsten Mal weitermachen von der Stelle aus. Jetzt ist schon mal gut, dass sich hier alles wieder zusammenfügt. Jetzt haben wir einige Quests erledigt, ne? Ja, wir haben einige Quests erledigt und sieht eigentlich ganz gut aus, hätte ich jetzt gesagt. Das heißt, hier machen wir beim nächsten Mal weiter an der Stelle. Es ist auch, denke mal, ganz gut Zeit, kurz vor Mitternacht, das passt eigentlich ganz gut. So, gespeichert habe ich, beziehungsweise speichere jetzt nochmal richtig, so. Genau, und dann heißt es Bettzeit, ne? Vielen Dank fürs Zusehen. Jo. Na toll. Ein Glück habe ich gespeichert. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bei mir dann morgen. Ansonsten die zwei dann spätestens nächste Woche wieder. Und ja, schlaft gut. Jawohl. Träumt was Schönes und bis dahin. Tschüss. Nachti.